Hallo, ich begrüße Sie zu unserem neuen Thema. Heute geht es darum, was macht eigentlich einen guten Gesundheitszustand von uns aus? Ja, jeder Mensch bekommt zur Geburt seine einzigartige persönliche genetische Ausstattung. Das ist aber nur die Basisvariante der Erbinformation. Je nach den Einflüssen der Bewegung, der Ernährung, unseres Umfeldes und der psychischen Faktoren werden Gene, die sich positiv oder negativ auswirken und die aktiv waren, abgeschaltet oder aber, wenn sie passiv waren, aktiviert. Diese Zusammenhänge werden seit einigen Jahren im wissenschaftlichen Gebiet der Epigenetik erforscht. In einem Satz zusammengefasst bedeutet dieses neue Wissen, Ihr gesundes Leben aktiviert Gene mit positiven Auswirkungen und schaltet solche mit negativen ab. Schädliche Lebensweisen allerdings aktivieren Gene mit negativen Auswirkungen und schalten solche mit positiven ab. Dies bedeutet, dass ausgehend vom durch die Eltern übertragenen Gesundheitszustand die eigene Verantwortung noch viel größer ist als bisher vermutet. Für mich noch ein großer Grund mehr, vehement Gesundheitsaufklärung zu betreiben. Nur Menschen, die wissen, wie sich in ihnen und was sich in ihnen abspielt, haben auch die Chance zu erkennen, was ihre Gesundheit fördert oder was ihr eher schadet. Wissen ist Macht über die eigene, über ihre Gesundheit. Also was formt denn jetzt unser Körperinneres? Was formt unsere Körperstruktur? Unter welchen Bedingungen bleibt unsere Struktur gesund? Aber auch unter welchen Bedingungen verändert sie sich krankhaft, wird geschädigt oder genießt auch wieder? Die Untersuchung, warum oder wodurch krankhafte Veränderungen ausgelöst werden, beinhaltet gleichzeitig die Antwort auf die Frage, wie man die Körperstruktur wieder gesunden lassen kann. Wie schon Hippokrates, auf den ich meinen Berufseid abgelegt habe, sagte, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sie sind das Resultat täglicher kleiner Sünden wider die Natur. Aber was sind denn diese täglichen kleinen Sünden, die viele Menschen gar nicht als solche erkennen? Vor allem durch die Erkenntnis im Bereich der von uns auch entwickelten Schmerztherapie kristallisiert sich die Schlüsselrolle der Bewegung für unsere Gesundheit immer deutlicher heraus. Nur durch die gute Qualität unserer Bewegungsmuster kommen die Flüssigkeiten in unserem Körper zum Strömen. Werden Bewegungen, für die unsere Gelenke geschaffen sind, nicht mehr ausgeführt oder Körperposition viel mehr als andere eingenommen, entstehen überall unterversorgte Gewebebereiche. In ihnen werden die Zellen nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Aber auch die Abfallprodukte können dort nicht mehr ausgeschleust werden. Und gleichzeitig führen die kranken Bewegungsmuster zu Überforderung der Gelenkknorpel und auch der Bandscheiben und anderer Bauteile unseres Bewegungsapparates. Gesunde Bewegungsmuster setzen gesunde Funktionsreize. Fallen solche weg oder entsprechen sie nicht wirklich denen, für die unser Körper geschaffen ist, setzen wir einfach schlechte Reize, die zu Schäden an der Körperstruktur führen. Dann sind Arthrose, Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenose und andere Schäden nämlich am Bewegungsapparat einfach die Folgen. Lange vor ihrem tatsächlichen Auftreten, lange bevor ihrem tatsächlichen Auftreten, das heißt also vor Strukturschäden, warnt der Körper uns mit Alarmschmerzen. Aber auch Bluthochdruck, Altersdiabetes, Schlaganfall, plötzlicher Herztod, Depression, Verdauungsstörung oder sogar Krebs können die Folgen der schädlichen Funktionsreize sein. Also schlechter Bewegungsqualität, die wir unserem Körper zukommen lassen. Und darum ist es wirklich sinnlos,
die oben genannten Krankheiten, die letztendlich Symptome, also Folgen schlechter Lebensweise an der Struktur sind, nur zu bekämpfen und die Symptome zu behandeln. Natürlich sollten in lebensbedrohlichen Ernstfällen alle Register gezogen werden, gleich welchem medizinischen oder naturheilkundlichen Fachgebiet sie entstammen. Aber nur durch das Wiederherstellen gesunder Funktionsreize, also durch qualitativ hochwertige Bewegungsmuster, also durch die Funktion, ist es möglich, unserem Körper die Struktur auf eben allen Ebenen langfristig dann auch gesunden zu lassen. Ich weiß, das erfordert ein bisschen Arbeit, aber nur dort, wo wirklich auch gearbeitet wird, da freut sich unser Körper. Und dann müssen wir einfach auch unseren inneren Schweinehund, der uns manchmal einholt, ein wenig im Zaum halten. Jeden Tag ein paar Engpassdehnungen, vielleicht auch den Skyflow aus Fayo durchführen oder den Earthflow, das sind Bewegungsabläufe aus dem Faszien-Yoga. Eine halbe Stunde täglich solche Übungen, vielleicht auch nur 20 Minuten, das gibt Ihnen schon ganz viel Formendes und Gesundes für Ihren Körper, für Ihre Struktur. Nehmen Sie sich diese Zeit, sie wird sich auf jeden Fall auszahlen. Fanden Sie das Thema spannend? Wenn ja, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Daumen nach oben schenken. Natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren möchten.